Ich bin heute Morgen aufgewacht und hatte so richtig Bock auf Krapfen. Also so richtig Bock. So viel Bock, dass ich 50 Krapfen essen könnte. Und ich dachte mir, warum mache ich das nicht einfach? Ja, ich habe gerade 10 Kilo in 10 Tagen abgenommen und muss mir diese nicht gleich wieder anfressen. Aber ich habe einfach Bock auf Krapfen und werde diese auch essen. Da muss ich sie halt verbrennen. Das ist eine großartige Challenge. Ich werde heute versuchen, 50 Krapfen zu essen und zu verbrennen. Ist ja easy. Ist es? Und 15. Es sind zwar jetzt nur 15, aber für die erste Portion wird es reichen. Pre-Workout. Pre-Workout, oder? Ja, das beste Pre-Workout. Das beste. Stimmt eigentlich. Da sind so viele Kohlenhydrate drin. Ja. Da ist auch irgendwie Eiweiß drinnen. Ja, 100% viel Eiweiß. Perfekt. Ja. So überhaupt kein Fett eigentlich. Weißt du was? Ich esse gleich mal eine. Hm? What the fuck? Da ist keine Füllung drin. Was soll das denn? Keine Füllung im Krapfen-like. Where's the flavor? Boah, geil, Mann. 50 Krapfen. Das ist ein f***ing Traum. 10 Stunden später. Ich hasse Krapfen. Also wenn du jeden so langsam isst wie den, dann wird's echt... Sieger. Zach, ja. Ich check mal die Nährwerte eines Durchschnittskrapfens. Der Durchschnittskrapfen hat 225 Kalorien, 8,9 Gramm Fett, 5,6 Gramm Protein und 30 Gramm Kohlenhydrate. Die Nährstoffverteilung ist echt king, muss ich sagen. Das ist das perfekte Fitnessfood. Und nur 225 Kalorien. Das heißt, am Ende muss ich ca. 11.000 Kalorien verbrannt haben, was durchaus machbar ist. Echt geschafft, das Tommy? Ja. Echt? Nein. Also was jetzt? Was halt lange 24 Stunden, aber ja. Lange 24 Stunden. Eine Challenge wäre ja keine Challenge, wenn nicht irgendwas auf dem Spiel stehen würde. Zum einen werde ich für jeden Krapfen, den ich heute esse, 2 Euro an Plan spenden. Plan ist ein Kinderhilfswerk, das sich für Kinder in Afrika, Südamerika und Asien einsetzt. Kinder, denen es deutlich schlechter geht als jemanden, der 50 Krapfen an einem Tag essen kann. Und deswegen möchte ich das auf jeden Fall machen. Und sollte ich diese Challenge nicht schaffen, sollte ich sie irgendwie scheitern, das bedeutet, dass ich mich irgendwann einfach komplett übergeben muss, weil es nicht mehr geht. Oder ich in der Zeit einfach nicht die 11.000 Kalorien verbrennen oder die 50 Krapfen essen sollte, dann habt ihr die Chance, etwas zu gewinnen. Und zwar einen 30-Euro-Gutschein für den Awesome Shop. Aber mal schauen, ob es weit kommen wird. Dann sage ich euch, was ihr dafür tun müsst. Ich hoffe, dass ich es schaffe. Gott. Das wird noch ein Spaß. Jetzt gibt es meinen zweiten Pre-Workout-Krapfen. Mal schauen, ob es jetzt mit Füllung vielleicht. Geil. Du bist schon schneller jetzt. Wie viel Respeed? Weißt du? Weil der nicht so trocken ist, der ist schon feucht. Dann Krapfen Nummer 2. Krapfen Nummer 2. Großartig. Immer besser. Wow. Und jetzt kaut er wieder 20 Minuten rum. Das erste Workout sieht so aus, das ist ein Intervalltraining auf dem Airbike hier, auf dem ich gerade sitze. Die Intervalle sind ganz einfach. Ich habe eine 10-minütige Belastungsphase und eine 5-minütige Kraftphase. 10 Minuten lang haue ich hier richtig rein und 5 Minuten gönne ich mir, um ein paar Kraften nachzuschieben, um wieder genug Energie zu haben für die nächsten 10 Minuten. Ich habe hier mein Herzfrequenzmesser, mit dem ich die verbrannten Kalorien messe. Dann lege ich mal los. Bei 168 Schlägen. Da bist du eine Killermaschine, Leute.
eine Stunde, 11 Tropfen später, habe ich 1500 Kalorien verbrannt. 1500 Kalorien. Das macht die 11 Tropfen, die ich gegessen habe, weg. Ich habe die nie gegessen quasi. Aber das war ja eigentlich ein Warm-up. Deswegen ziehe ich mich jetzt kurz um. Wenn man bedenkt, dass das nicht mal ein Drittel von dem ist, was ich heute essen muss und trainieren muss. Dann geht's weiter. Dicker, wo sind die Krapfen? Hast du mich gerade dicker genannt? Na klar. Meine Krapfen sind hier. Da? Ja. Ich muss schauen, dass ich genug trinke. Nicht, dass der Abfluss verstopft. Dann wollen wir jetzt mal richtig trainieren. Hunger? Hunger ist was anderes, aber ich hab. Habe ich 50 oder 15 Krapfen gesagt? 50. Schmeckt, ne? Ja, toll. Geil. Krapfen Nummer 14. Nice. Mit Füllung immer noch. Geil. Meine Tagesaktivität ist schon bei 238%. Das ist schon ganz ordentlich. Bei Weitem noch nicht genug. Kalorien bisher verbrannt. Zwei Trainingseinheiten. 2720 Kalorien. Nicht schlecht. Aber bis 11.000. Noch ein bisschen was. Ist noch ein bisschen was. Vielleicht finde ich zum Mittagessen mit Aprikosenmarmelade statt. Was ist das eigentlich? Das ist so eine Mischung, so eine Waldfruchtmarmelade ist das. 14. Rein damit. Und 15. Und damit. Das Krapfensäckchen ist leer. Oh. Und somit habe ich noch nicht mal ein Drittel geschafft. Das, was ich jetzt gerade gemacht habe, Training und Essen, muss ich noch mindestens zweimal heute machen. Rein damit. Lecker, das lecker. Nachschub holen. Oh, der Krapfen, ey. Das ist nicht so erfolgreich. Der Aldi hatte die Krapfen nicht mehr. Nur so andere. Vielleicht haben wir Glück im nächsten Aldi und waren noch keine anderen Deppen da. Zum nächsten Aldi, der eigentlich der erste war. Und das auch ein Lidl praktischerweise. Vielleicht kriegen wir dann. Wie viel brauche ich insgesamt noch? Ich glaube 35. Du hast Glück. Let's go. Wir nehmen das gerade auf die zweite Runde auf. Das erste Mal. Das sind 15 Krapfen. 15 mal Krapfen, sehr schön. Zu der Party komme ich auch. Nein. Leer. Completely out of Krapfen. Nein. Schon wieder nicht. Da
Das gibt es doch. Kriegen wir hier welche? Nein, 6. Oh. War jetzt etwas erfolgreicher. 5 Krapfen habe ich bekommen. Das heißt, wir brauchen jetzt noch 15 Krapfen. Aber erstmal Mittagessen hier. Ich habe die geilen 5 Krapfen. Und der Domi hat hier Pizza. Was denkst du dir gerade? Ich bin ein sehr schlauen Freund. Einer der besten, schlauesten Kumpels, die ich wieder besitze. Oder? Ja. Ich gebe dem Dummy jetzt auch einen Krapfen. Ich bin der Ruin des Videos, ich sehe es schon. Genau. Wenn es genau dieser eine ist, der dann fehlt, ja, dann ist es ein Problem. Liebe Leute. War dein Krapfen auch gut? Ja, mein ein einziger Krapfen. Nein. Mehr wie gut, komm. I'm a man on a mission, man. Ja. Aldi Nummer 6, 7, keine Ahnung. Ich weiß nicht mehr, wie die wir sind. Ein Stück. Noch oh nein! Hast du wieder Ärger? Gibt's noch mehr zufällig? Von dem Paket von Bachmeier? Ja, perfekt. Aprikosen, das ist doch schön Abwechslung. Perfekt, danke schön. Wir waren erfolgreich semi. Eigentlich wollte ich die nicht, aber mei, jetzt sind es halt diese abgepackten geworden. 3 habe ich noch gefunden, bevor wir noch hier durch die Gegend fahren, nehme ich einfach das. Ach, ekelhaft. Nummer 20. Ich habe auch nicht gesagt, dass du mir den Mund füllen sollst. Oh mein Gott. Ich habe das so hart unterschätzt, Mann. Ich habe keine Worte dafür. Fast die Hälfte an Krapfen gegessen. Das ist doch schon mal ein Lichtblick. Ein toller Lichtblick. Die Vorstellung, das Doppelte. Ja. Ja, du machst da gleich ein bisschen Sport und dann. Genau, dann geht's schon wieder. Jetzt richtiges Mittagessen. Domi gönnt sich ein ultra. Sau geiles Chili con Carne. Geiles Chili. Das ist leider doch nicht ganz so geil ist. Und ich werde jetzt noch als Pre-Workout zur Abwechslung Krapfen essen. Nummer 21, Nummer 22. Workout Session Nummer 3, ein Brustworkout. Ich habe gerade gecheckt, wie viele Kalorien ich verbrannt habe. Durch die Workouts hatte ich ja schon so 2000 Kalorien und insgesamt durch meine heutige Aktivität und dadurch, dass wir bei 50 Aldis waren gefühlt, Aktivitätslevel 260%, verbrannte Kalorien 5593. Ich habe echt sagenhaft viel Energie, Leute. 22 Krapfen haben eine Menge Kohlenhydrate und das funktioniert. Jetzt verstehe ich auch, warum Ironmans und so einfach, die essen ja auch wie verrückt an dem Tag, ja? Und ja, es ergibt Sinn, weil du dann unendlich viel Energie hast. Das Problem ist nur, wenn man das Ganze isst, ohne es zu verbrennen, dann wird man einfach nur fett. I ran up a check, I might do it again. Enemies close, have me thinking they're friends. 10 toes down, I'll be free until the end. Crib outside the city, I don't feel safe in my hands. Took so many yells, I'm just waiting for the wins. I'm in debt to no one but the one who took my sins. I do it for real, there's no reason to pretend. If I do it once, I do it again. Add it up, add it up. Bankroll, bankroll, euro, peso, peso. Add it up, I'm just doing me. Guter erster Satz. Jetzt gibt's erstmal Krapfen. Nur noch 27 to go. No big deal. Told if it's all me, everything is on me. Going back it up. Matter what. Told you I'ma do me. Why you hating on me? It's not adding up. Roll like a Mack truck, country heart. I'm a cop of farm and go act up. Lot of scars, I was cold hearted, now I'm back up. Keep it real, I do this once a month. I don't rap much. I just take the money and go stack up. Only buying car, take it tatted up. All that other bull, it don't matter much. You only climb me up, put the ladders up. Das ist auch mein Krapfen.
Du hast ja 4 Stück. Ich habe einen Pump. Ich habe einen Pump im Kiefer. Okay, jetzt machen wir Schrägbank. Um ein bisschen mehr zu verbrennen, werde ich jetzt in den Pausen, statt einfach nur rumzusitzen und Krapfen zu fressen, seilspringen. Das Verbrennen ist kein Problem. Es ist das Essen. Wer kam auf diese gestörte Idee von 50? Wird's schwer? Wird's schwer? Fische. 27. Kauen ist so anstrengend. Ich werde mal so einen richtigen Kiefermuskelkater haben. Mal hier alles mal hier so richtig so Stränge. Wie so ein Elefant. Ich glaube, Workout Nummer 4. Aktivität 327%. 17.17 Uhr. Verbrannte Kalorien 6805 insgesamt. Das heißt, mir fehlen noch 5000 Kalorien. Das vierte Workout wird jetzt schnell gehen sein. Ich glaube, ihr kennt das alle. Wichtig ist, dass die Füße auf dem Boden bleiben, hat man mir gesagt. Also man darf nicht abheben. Ein Fuß muss immer auf dem Boden sein. Ich hoffe, ich mache es nicht falsch. Auf geht's. Das schaut so unfassbar falsch aus. Was? Schaut einfach falsch aus. Wie falsch? Schaut scheiße aus. Wie scheiße? Ja. Hä, das schaut auch scheiße aus, wenn man es richtig macht. Jetzt spüre ich die Krapfen. Ich habe das Gefühl, mein Bauch senkt sich. Hebt wieder. Vamos. Vamos. Walross, pass aber auf. Wenn wir das so anschauen. Ich spüre jetzt schon meine Lunge. Ich habe eine Pace von 20 Minuten pro Kilometer gefühlt. Ich will 5 Kilometer schaffen. 5 Kilometer reichen. Ich wollte eigentlich 5 Kilometer laufen, aber das schaffe ich nicht. Das schaffe ich nicht. Wir drehen jetzt um. Und dann kriege ich so 4 Kilometer zusammen. Pause machen. Oh, was ist das Tasche? Immer noch geil. Immer noch hart zu kauen. Also halb eingefroren, ist besser. Affenfleisch. Oh, das ist einer mit Aprikosen. Oh mein Gott, ist das trocken. In den Mixer. Dommys Idee war, wenn gar nichts mehr geht, einfach alle Krapfen in den Mixer hauen und trinken. Ja. Aber das zählt nicht, das ist Cheaten. Dann trinkst du einfach nur, du trinkst, es läuft aus. Nee, aber es geht um... Auf der Hand. Achso, es läuft aus. Scheiße. Was ist jetzt? Kannst du es mal zu Ende essen? Ja.
Nummer 30 in meinem Mouth. Jetzt geht's schon wieder los. Ich bin bei 32 Krapfen. Es ist einfach nur gestört. Kalorien jetzt verbrannt. Ja, genau. Perfekt. Ja, 1552 Kalorien verbrannt. Insgesamt schauen wir uns mal den Schnitt an. Mein Gott, meine Lunge vom ganzen Cardio. Ich kann nicht mehr sprechen. Eine sagenhafte Aktivität von 488%. Das ist einfach nur gestört. 489 jetzt gerade sogar. Weil ich so dreckig gelacht habe. Oh mein Gott, Mann. Kalorien verbrannt. Insgesamt bisher 9266. Das heißt, es reicht nicht. Ich dachte, das wären schon mehr. F*** Mann. Guten Morgen, Crew. Es ist 8 Uhr morgens am nächsten Tag. Die Challenge ist vorbei. Habe ich es geschafft? Nein. Gestern nach dem letzten Video, das ich aufgenommen habe, dachte ich mir, ich gehe kurz duschen und danach esse ich noch ein paar Krapfen und mache dann heute Morgen dann fertig. Aber boah, Leute, no way. Mein Mund war so krass entzündet und ist immer noch. Einfach vom ganzen Zucker, den ich gestern gegessen habe, über den ganzen Tag hat sich das aufgebaut. Ich habe es ein bisschen ignoriert, aber es hat echt, am Ende war es dann einfach too much. Und auch wenn ich am Ende des Tages fast 10.000 Kalorien verbrannt habe, habe ich mich so voll gefühlt, dass ich wusste, wenn ich jetzt noch ein paar mehr in mich reinstopfe, kommt alles wieder raus. Und das wollte ich vermeiden, weil das gehört sich nicht. Das ist immer noch Essen und keine Challenge der Welt ist mir es wert, sowas zu machen. Das muss echt nicht sein. Deswegen kassiere ich ein L. Ist, wie es ist. Dennoch habe ich 32 Krapfen gegessen. Damit gehen 64 Euro an Plan und ihr habt die Chance, einen Awesome Crew Shop Gutschein im Wert von 30 Euro zu gewinnen. Dazu müsst ihr einfach nur kommentieren, welche Challenge ich als nächstes machen soll und damit qualifiziert ihr euch. Das Ganze werde ich am 15. März auslosen. Bis dahin habt ihr Zeit, einfach in die Kommentare eure Ideen zu schreiben. Und ich freue mich zu sehen, was euch da so einfällt. Ich hoffe, das Video hat euch dennoch getaugt und ihr hattet Spaß, mir beim Leiden zuzuschauen. Die Krapfen waren trotzdem geil. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt ihr einen fetten Daumen nach oben. Ansonsten abonniert den Kanal und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, always keep going.